haben auch gesagt, dass es aber nicht gut war. Dann haben wir natürlich, was heute heißt, wie das Haus schlaft, CS gegen die Löwen aus München, auch ein Schiedsrichter-Team. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Sören Storz und die Assistenten an den Linien heißen Jan Seidel und Max Boda. Die beiden Jungs sind diesmal die U14-Junioren unseres Haus schlaft, CS bzw. Kinder aus dem HFC-Spieltagscamp. Und als Einlaufkurs haben wir Kinder aus dem Spieltagscamp. Die Rotterdam von Karl-Fühlitz und als Gäste eine Kombination der E- und G-Union der LSG Liesgau, trainiert von Thorsten Busch und Ronny Klostermann. Viel Spaß, den geht es natürlich auch beim Spiel. Hier ist Rot-Weiß
Hier ist der momentane Vierte in der dritten Liga. Hier ist unser Team, hier ist die Mannschaftsaufstellung unseres HFC. Im Tor unsere Nummer 1, Kai Eisele. Die Nummer 2, Tobias Schell. Mit der Rücknummer 5, Moritz Heiner. Die Nummer 7, Bechel Baxter. Nein. Die Nummer 9, Pascal Sohn. Mit der Rücknummer 21, unser Kapitän Jan Wasshausen. Die Rücknummer 22, Marvin Atani. Mit der Rücknummer 25, Björn Jopik. Die 26, Sebastian Mai Fußballgott. Die 28, Kilian Anjuka. Und die Nummer 31, Niklas Landgraf. Auf der Ersatzbank aus Rot-Weiß nehmen zunächst Platz für das Tor mit der Rücknummer 32, Tom Müller. Die Rücknummer 3, Niklas Kastenhofer. Die Nummer 11, Davut Tuma. Die Nummer 19, Finn Hackenberg. Mit der Rücknummer 23, Braden Manu. Die 24, Julian Butau. Und die 36, Christian Tiffert. Trainer unseres AFCs, Thorsten Siegner! Thorsten Siegner! Thorsten Siegner! Und jetzt die Straße nach oben, hier für euch die Sanitaler. Fußballclub, Rot-Weiß sind deine Farben. All deine treuen Fans durch dick und dünn dich tragen. Hallescher Fußballclub mit Backen 1 im Mai. Das Jahr am Europacup. Dennis Mass. Und dann haben wir auch noch eine freudige Mitteilung, und zwar die Lizenzunterlagen sind nicht nur eingereicht, sondern sie wurden
ohne Auflagen vom DFB und der DFL angenommen. Danke auch an unseren Vorstand und alle, die mitgewirkt haben. Und noch ein Hinweis an alle Mitglieder der Eintracht, das haben wir auch schon verfolgt. Es gibt eine Umfrage, wo die Mitglieder des Reichsfreizeits abstimmen dürfen, welche neuen Ausweichtrikots es nächstes Jahr geben wird. Schwarze oder die in Rot-Leon. Da kriegen alle Mitglieder Post zugeschickt. Da ist der Umfragebogen dabei. Jeder kann jetzt ein Kreuz machen. Das ist Demokratie. Das haben wir bei der Mitgliederversammlung schon erlebt. Ich denke, da wird sie dann wieder auf guten Wege, dass die Mitglieder über die Ausweichtrikots für die neue Saison entscheiden. Dankeschön. Auf geht's, HFC! Auf geht's! Sie haben ihn!